Hallo alle zusammen, hier ist Anja von welchefriseur.de. Halloween, wieso nicht Glamouring? Wieso man versucht nicht, das Halloween ausnutzen und sich die super schönste Frisur zaubern? Wieso nicht ausnutzen das Halloween und versuchen ein solches Make-up machen, wo normalerweise werde ich nie auf die Straße gehen, aber in Halloween kann ich das ausprobieren. Ich zeige euch meine glamouröse Version von Halloween. In diese runde XXL-Duttkissen stecke ich zwei Volumenkissen. Was man macht mit diesen Hinterkopf-Volumenkissen, habe ich euch schon gezeigt in meinem anderen Video. Die dunkle Clip-Extensions befestige ich auf dem Kissen. Eine dünne Strähne von Hinterkopf ziehe ich über die Kissen raus und befestige es mit zwei Haarklammern außen. Danach befestige ich die Konstruktion mit Haarnadel und Haarklammer. Alles soll fest und stabil sitzen. Die ganzen Haare zusammen mit Extensions tupiere ich und immer zwischendurch fixiere es mit Haarlack.
Die alle tupierte Haare sammel ich ganz oben und jetzt mit einer Naturbürste glätte ich die Oberfläche. Zwischendurch fixiere ich das mit Haarlack. Wenn die Oberfläche glatt gebürstet ist, binde ich die Haare in einen kleinen Pferdeschwanz. Auch wenn die Haargummi drauf ist, verbessere ich die Oberfläche immer mit der Bürste. Das soll glatt wie möglich sein. Ich habe ein Oberteil angezogen, die kann ich nach beendetem Styling ohne Problem auf mein Kostüm wechseln. Und das ist meine glamouröse Frisur für Halloween. Das ist meine glamouring Frisur für Halloween. Ich wünsche euch viel Spaß bei Nachmachen oder bei andere pompöse Frisur zu gestalten. Wann hat euch gefallen, meine Video, könnt ihr direkt meinen Kanal abonnieren oder geht ihr auf meine Website, dort habe ich noch mehr Inspirationen für euch vorbereitet. Ich wünsche euch viel Spaß bei Halloween! Glamorous, glamorous, glamorous. Die wunderschöne Krone könnt ihr alleine selber daheim machen. Auf meiner Website habe ich das Tutorial vorbereitet.